Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der Workshops. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass wir maximal 8 Minuten Zeit dafür haben, für die Vorstellung der Ergebnisse. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir, also wir werden keine Diskussion darüber führen können, aber zumindest werden wir die Ergebnisse und die Schwerpunkte der Workshops dazu hören. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich würde einfach ohne viel Shishi jetzt übergeben an den Workshop 1. Warte mal, ich muss mal eben gucken, wer das war. Das war Isabel Schindle und Katharina Desiri. Genau, ich bin auch schon in den Startlöchern. Ich mache es ganz Wundervoll. kurz. Wir waren wir waren eine interdisziplinäre Gruppe aus zwei Hebammen, also aus drei Hebammen, glaube ich, zwei Gynäkologinnen, einer Psychologin, einer Vertreterin der Schwangerenberatungsstelle. Was ich total super fand und sehr konstruktiv. Wir mussten uns so ein bisschen finden, weil wir hatten uns auf ein paar mehr vorbereitet und haben dann in der offenen Runde auch diskutiert. Und ich trage jetzt einfach mal ohne groß Vortrag mit Anfang und Ende so die wichtigsten Punkte vor, weil es hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, es gibt etwas, das schwebt über allem, und das ist der Begriff, der manchmal vielleicht auch ein bisschen hohl klingt, weil er so nichtssagend ist oder alles sagt, ist die Individualität. Bei allem, was wir besprochen haben, kam das immer wieder raus, also Frauen möchten gerne in ihrer Individualität gesehen werden, aber alle die da waren, die mit uns gesprochen haben in diesem Workshop, haben dieses Individuelle auch auf die eine oder andere Weise formuliert. Und sie haben auch formuliert, wie kann man denn die Frau individuell sehen? Also, indem man die Frauen fragt, das, was wir auch schon ganz oft heute und gestern gehört haben, wie geht es Ihnen? Was ist Ihr Wissensstand? Ganz konkret, zum Beispiel jetzt in Bezug auf eine frische Schwangerschaft, ist diese Schwangerschaft gewollt oder ungewollt? Was ergibt sich daraus für weitere Handlungen? Und wichtig auch psychosoziale Unterstützung, die sich Frauen sehr, sehr stark wünschen. Wir haben dann noch überlegt, wie könnte man denn lokal, wie kann man arbeiten ganz konkret? Und ich habe es dann unter dem Begriff lokale Bündnisse zusammengefasst, wer auch immer die bildet, aber dass man lokale Bündnisse schließt, um einfach gemeinsam sich auszutauschen und zu arbeiten, gerne unter Beteiligung von Eltern natürlich auch. Das war's. Oder habe ich 8 Minuten oder jeder hat acht oder insgesamt 8 Minuten? Nein. Nicht länger. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich über 8 Minuten Du hast sprechen. tatsächlich maximal 8 Minuten, Katharina. Ach so, acht. Ach du je, da hätte ich ja noch viel länger sprechen Du können. Und hättest, wenn es du fiel ein Wort. möchtest, Ich habe darfst du ein, gerne noch was ergänzen. ja, ich habe ein, ich habe ein, ach so, also was ich sehr bemerkenswert fand, dass dass vielen Frauen, das wissen wir auch, ihre Rechte gar nicht bewusst sind. Und dass wir in unserer Gruppe aber uns einig waren, dass ich nenne es mal alle Berufsgruppen, also alle Be Vertreterinnen einer Berufsgruppe über dieses Recht auch informieren müssen, also aus meiner betroffenen Perspektive muss man über dieses Recht auf eigene Entscheidungen, dass man Interventionen ablehnen kann oder Eingriffe ablehnen kann und wie man damit umgehen kann, war auch noch ein wichtiger Punkt. Und auch durchaus, dass so ein Vorsorgefahrplan, das klingt jetzt extrem technisch, nicht besonders charmant, aber auch sehr hilfreich wäre. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das auch etwas, was von Seiten von der Gynäkologin oder auch der Hebammen auch durchaus befürwortet wird und aus unserer Sicht, aus Elternsicht ein wichtiger Punkt ist. Immer wieder unter dem Blickwinkel der Individualität. Und ich habe ein wunderbar neues Wort gelernt, und das heißt einschwangern.
die gerade in der Frühschwangerschaft, dass den Frauen zugestehen können, wenn die das möchten, dass sie sich erstmal einschwangert. Also das habe ich mir direkt notiert, das fand ich irgendwie ein sehr schönes Wort, was ich jetzt hier einfach nochmal sagen möchte. Und dann brauche ich auch nicht die restlichen 2,5, 3 Minuten noch weiter zu reden. Ich hoffe, Isabel, willst du was ergänzen? Das noch. Du hast das super zusammengefasst. Lieben Dank, Katharina. Ein bisschen konfus, aber gut. Nö, ich konnte dir folgen. Sehr gut. Vielen Dank dafür und ganz kurzes Fazit, das, was du am Anfang gesagt hast, wie geht's Ihnen, wie geht's dir, wie geht's dem Kind, was bewegt Sie, ne? Im Grunde ist es ja, ist das ja gar nicht schwer. Nee. Also, das, ne, wenn es das bedarf, im Grunde ist es nicht schwer. Ich würde jetzt gerne ich danke dir und ich danke euch ganz herzlich und ich würde jetzt gerne zu dem zweiten Workshop gehen. Das ist der Workshop von Katharina Lüdemann. Ja, wir waren eine kleine Gruppe, lauter Hebammen und ich und eine Schwangerenberaterin, die sich aber im Hintergrund gehalten hat. Und wir haben uns sehr viel ausgetauscht über die Möglichkeiten der Beratung in der Schwangerschaft, die ja oft an die Hebammen delegiert wird, weil die Ärztinnen vermeintlich vor lauter technischen Untersuchungen keine Zeit für sowas haben. Eine hat berichtet, dass die Frauen oft eben mit fertigen Preislisten kommen und dann entscheiden sollen und ankreuzen, welche Igelleistungen sie denn jetzt gerne haben wollen, ohne dass die entsprechenden Informationen vorliegen. Jetzt müssen wir natürlich unsere Verhältnisse sehen. Wir leben im Kapitalismus. Wir haben ein krankheitsorientiertes Gesundheitssystem. Das heißt, je kränker ich meine Patientin mache, desto mehr kostenträchtige Untersuchungen kann ich ihnen verkaufen. Und desto besser boomt die Praxis. Das gilt für Praxen, das gilt für Kliniken gleichermaßen. Wir kennen das Problem. Wir haben aber noch eine zweite Dimension auch ausgemacht. Das ist der Versuch, sich durch Wohlverhalten Gesundheit zu erkaufen. Und das hat ja einen quasi religiösen Charakter bekommen inzwischen, dass wenn ich nur alles richtig mache, wenn ich zu jeder Vorsorge renne, dann darf ich nicht krank werden. Oder wenn ich dann doch krank werde, dann bin ich zumindest nicht schuld daran. Das gilt für das Mammographie-Screening, für Darmspiegelungen und für alle anderen scheußlichen Vorsorgeuntersuchungen, die Menschen, die bei klarem Verstand sind, ja eigentlich nicht über sich ergehen lassen würden. Wir wollen den Frauen vermitteln, du handelst für dich und du kannst dich nach deinem Gefühl entscheiden, denn gerade bei den Igelleistungen gibt es ja aus gutem Grund keine Evidenz und keinen Zwang, irgendwas zu tun, wenngleich auch oft ein sehr großer sozialer und moralischer Druck ausgeübt wird auf die Frauen. Gleichzeitig machen die Frauen selber mit, weil im Zeitalter der Selbstoptimierung suggeriert wird, wenn du das alles optimal anpackst, dann kannst du dein Kind verbessern. Und diese Botschaft war uns am wichtigsten, dass wir den Frauen vermitteln, tu das, was sich für dich gut anfühlt, denn du kannst und musst dein Kind nicht verbessern. Und das fasst es, glaube ich, kurz zusammen. Ganz herzlichen Dank. Was mir am besten gefallen ist, sich durch Wohlverhalten Gesundheit zu erkaufen. Das habe ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben als Zitat. Das ist viel großartig. Nein. Ich würde jetzt gerne übergeben an die Gruppe aus dem AKF Wundertisch Eltern werden. Und ich sehe schon, Christine steht in den Startlöchern. Bitte schön. Ja, danke schön. Das passt sehr gut, dieser Hinweis auf eine Leitlinie. Dazu sind wir auch am Ende unserer Stunde gekommen. Wir waren etwa 20 aus verschiedenen Berufsgruppen. Mein Dank nochmal an alle, die da so fleißig mitgemacht haben. Und wir, das sind Tina Krömer, Juliane Beck und ich. Wir haben eben mit der Gruppe besprochen, dass es wunderbar wäre, ein Positionspapier des AKF zum Thema Schwangerenvorsorge rauszubringen, und zwar in Abstimmung mit allen beteiligten Berufsgruppen. Das heißt also ein Arbeitspapier zur Schwangerenvorsorge, was abgestimmt werden könnte. Das ist ein langer Prozess, das wissen wir, aber wir sollten versuchen, es zu ermöglichen und zu verwirklichen. Juliane Beck wäre jetzt vom runden Tisch die Ansprechpartnerin für Texte. Ich würde jetzt einfach mal in den Chat unsere
ersten drei Forderungen reinschreiben. Die sind noch nicht ausformuliert, aber so das, was ich als Hinweis mitgenommen habe, dass wir also die Patientinnenrechte ins Zentrum stellen wollen und dass eben Leistungen auch abgelehnt werden können und dass sie die schwangere Frau eine Vorsorge erwarten kann, die sich nicht auf Probleme konzentriert, sondern eher ihr Selbstgefühl stärkt. Das wäre der erste Punkt. Dann der zweite wäre, dass IGEL-Leistungen so weit wie möglich eingedämmt werden sollten oder wenigstens strenge Aufklärungskriterien unterstellt werden sollten und wir eine neue Form von Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen im Sinne und im Interesse der Schwangeren gut fänden. Das wären die ersten zwei. Und die nächsten zwei kommen wieder in den Chat. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Und wir wollen eben betonen, dass die Schwangerschaft ein physiologischer Vorgang ist, dass die Schwangere davon ausgehen kann, dass es keine Anreize zur Risikofokussierung in der sogenannten schwangeren Vorsorge, über diesen Ausdruck haben wir auch uns unterhalten, ob der so passend ist oder nicht, bestehen und dass eben alles, was Überversorgung angeht, abgestellt werden kann, aber dass die Schwangeren, die das brauchen, eben auch die adäquate Begleitung bekommen. Es sollte die Beratung mehr in den Vordergrund gerückt werden, sie soll adäquat entlohnt werden und sie sollte nach standardisierten Gesprächsleitfäden auch ablaufen und die Schwangere sollte davon ausgehen können, dass auch interkulturelle Ebenen und berücksichtigt werden. Und wir kamen dann dazu, und das sind meine letzten Punkte, die ich in den Chat schreibe, dass eine Leitlinie zur schwangeren Vorsorge angeregt werden soll. Und dann wurden wir noch aufgefordert, doch kurz mal aufzuschreiben, was eine optimale Versorgung dann wäre, eine optimale Begleitung der Schwangeren. Das haben wir nicht in der Kürze der Zeit hingekriegt. Das wäre nochmal eine Aufforderung an uns alle, glaube ich. Ja, ich frage Tina, ob sie noch ergänzen möchte. Von mir gibt es nichts zu ergänzen. Vielen Dank, Christine. Dann frage ich Juliane. Ja, ich möchte gerne ergänzen, die Vernetzung der Berufsgruppen, die ist noch nicht drin und auch sowohl der Berufsgruppen der medizinischen Berufe als auch psychosoziale Beratung und Psychotherapie wurde, glaube ich, nicht genannt, aber das hatten wir ursprünglich mal drin, dass wir doch viele Berufsgruppen und in einen Austausch bringen müssen und auch in eine Qualitätsentwicklung. Genau, das hatte ich unter Punkt 2, einfach Formen der Zusammenarbeit sollten neu beachtet werden. Einfach nur mal kurz als Brainstorming oder als Gedankenhinweis für uns noch hinterlegt. Ja, vielen Dank. Das war es von uns, Andrea. Super, ganz toll. Ich nehme mit, dass die, dass sozusagen die S3-Leitlinie Mutterpassentwicklung, dass die über zwei Workshops sozusagen tragfähig ist. Wahrscheinlich, also entweder ihr habt euch vorher schon darüber unterhalten oder ihr habt das gespürt. Und dass es ein Forderungspapier geben wird in Abstimmung mit den AKF-Gruppen, Rundertisch Eltern werden, den Frauenärztinnen, den Hebammen. Habe ich die richtig verstanden da? Ja. Wunderbar. Sehr gut. Dankeschön. Also vielen Dank und auch vielen Dank für die konkrete Ergebnissicherung. Im Chat wird das ja auch dokumentiert. Also das wird dann, das werden wir dann in irgendeiner Weise auch archivieren können. Also von daher, das ist auch wertvoll für die weitere Arbeit. Genau, ich würde jetzt gerne an die Fachgruppe der Hebammen im AKF übergeben, die über den Workshop 5 berichten, bitte.
Genau. Wir waren auch eine kleine Gruppe, überwiegend Hebammen, eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin war dabei. Und wir haben damit begonnen, erstmal die neuen Schritte der SDM vorzustellen. Und dann war unser Plan, anhand von einem Fallbeispiel uns da dran abzuarbeiten. Wir sind dann aber sehr schnell in eine Diskussion gekommen über die Herausforderungen, die diese neuen Schritte überhaupt mit sich bringen. Und ich würde jetzt einfach mal erst mit dem Fazit beginnen. Unser Fazit ist, wir müssen da noch viel üben. Wir brauchen gute Fortbildungen und es muss wirklich mit, sagen wir mal, nicht gleich den großen Problemen im Kreißsaal, machen wir jetzt eine Sektio oder nicht, sondern vielleicht wirklich in der Einzelberatung mit kleineren Themen begonnen werden, um sich dieser Arbeit überhaupt anzunähern. Wichtig ist, dass wir erstmal unseren Auftrag klären, was möchte die Frau von uns, was erwartet sie, was braucht sie. Und dann muss uns bewusst sein, dass wir mit einer Haltung kommen. Mit einer Haltung, die wir eigentlich in uns tragen und dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen distanzieren davon und nicht gleich mit unserer Idee überstülpen oder unsere Idee überstülpen. Es kann sein, dass die Frauen zu uns kommen mit einer Erwartung auf eine Empfehlung und der Paradigmenwechsel kann für die Frauen zu Unsicherheiten führen. Ja, wenn wir dann sagen, ja, wir versuchen das jetzt mal gemeinsam zu erarbeiten, ich bin jetzt nicht in der Position, dir einen Rat zu geben, sondern wir schauen einfach mal, was du brauchst und wie wir da an ein Ziel oder zu einem Ziel kommen. Dann wurden einfach verschiedene Aspekte angesprochen. Der eine ist, ich beantworte Fragen und erzähle aber nicht, was ich weiß. Wie kann ich damit leben, wenn die Frau sagt, das will ich gar nicht wissen? Oder wenn sie sagt, nö, so mache ich das nicht. Wichtig ist, dass wir regelmäßige Treffen haben mit ihr, dass wir wirklich von Anbeginn der Schwangerschaft die Möglichkeit haben, überhaupt mal in diesen Prozess reinzukommen, weil wir ja beide lernen müssen, die Frau und auch die Beraterin, wie gehen wir aufeinander zu, wie erarbeiten wir uns eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Und es kann natürlich auch sein, dass die Entscheidung in einem gemeinsamen Prozess getroffen wird, unter Umständen aber ganz anders, als ich als Beratende das möchte. Dass ich wirklich der Frau die Möglichkeit lasse, ihre Entscheidung zu finden und zu treffen. Was machen wir denn, wenn die Frau ohne Fragen kommt und wir aber sehen, dass es vielleicht ein Problem gibt? Auch da ist es wichtig, dass wir ganz sensibel das Gespräch führen und ihr lediglich ein Angebot machen. Ja, dann war noch so die Frage, wie wird die Frau zur Expertin ihrer Schwangerschaft oder wir hatten noch ein anderes Wort, Chefin, das war auch ein bisschen schwierig. Manche Frauen sind vielleicht damit überfordert, wenn wir ihr sagen, du bist die Expertin für das, was du brauchst. Du weißt, was dein Körper dir für Signale gibt. Das kann ja durchaus sein, dass es für die Frau erstmal eine ganz große Überforderung ist, wenn wir das mal voranstellen, dass sie diejenige ist, die weiß, was sie braucht. Und immer wieder sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir uns wirklich mit unserem Wissen, auch mit unseren Erfahrungen zurücknehmen müssen. Und erstmal der Frau die Möglichkeit geben, ihre Fragen zu stellen und vielleicht auch ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Genau. Und dann war immer noch ganz wichtig für uns, uns immer wieder zurückzuholen, zu sagen, wir beraten zur Physiologie. Wir kommen aus der Salutogenese, wir haben eine ganz andere Blickrichtung als Hebammen auf die Schwangerschaft und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für uns, da nochmal in uns zu gehen und uns da selber zu schulen.
Ich habe noch ein paar andere Dinge auf dem Zettel stehen, aber ich denke, das war mal so das Wichtigste, was wir erarbeitet haben. Wie gesagt, das haben wir ja gleich am Anfang gesagt, es gibt keine Antwort auf die Frage, wie arbeite ich mit diesen 9 Schritten oder wie mache ich eine gute Beratung, sondern das ist ein Lernprozess. Und jeder hat seine individuelle Stärke. Und ja, ich denke, es ist einfach ganz wichtig, damit zu beginnen. Ja, und nicht die Erwartung zu haben, das gleich am Anfang perfekt zu machen. Veronika, möchtest du noch was ergänzen? Danke, dann war's das. Ja, Christel, ganz vielen Dank. Und ganz vielen Dank nochmal an die Gruppe. Also ich habe jetzt so mitgenommen, dass es auch viel darum geht, die eigene Rolle nochmal zu hinterfragen. Und ja, die eigene Art und Weise, wie man berät und was man selber für Ideen hat und die möglichst zu erkennen und zurückzustellen. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt, also ich finde, ich bin so ein bisschen voll von diesen ganzen Eindrücken von diesen Workshop-Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt einmal sagen, dass ich, also erstmal die S3-Leitlinie Mutterpassentwicklung, das nehme ich total von heute mit hier, das finde ich total erhellend und ja, ich bin ganz begeistert von diesen ganz vielen Aspekten, die wir heute nochmal gesehen und erkannt haben.